Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und ja, heute wollen wir mal bisschen an unserem Burghof arbeiten. Und ja, da wollen wir auch gleich anfangen. Vorweg nochmal eine kurze Info, und zwar habe ich einen Twitch-Kanal, und zwar findet ihr den Namen unten in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt auch eigentlich alles so eingestellt, dass ich jetzt bald anfangen kann mit Streamen. Und ja, könnt ihr euch darauf freuen, dass es jetzt bald losgehen wird. Und ja. So, ich muss mal kurz noch einsortieren. Und ja, wir müssen uns auch bald mal um einen Wolle-Shop kümmern, weil wir haben so viel Wolle und es wäre doch unsinnig, wenn wir das einfach hier so da liegen lassen. Ja, klar, wir brauchen das später noch für die Häuser aus der Stadt. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. Und da können wir doch erstmal ein bisschen Diamanten bekommen. Und ja. Und da ist schon wieder der nächste Enderman. Und ich weiß nicht, wo die spawnen, weil ich habe eigentlich alles ausgeleuchtet und die klauen mir immer meine Blöcke. Und das finde ich nicht sehr nett von denen. Weil dann entstehen immer überall Löcher und die finde ich dann erst später und dann muss ich die alle stopfen, wie zum Beispiel da oben. Da denke ich zwar, dass es kein Enderman war, aber trotzdem. Da gehe ich mal schnell hin mit einem Cleanstone. Dann kann ich gleich mal das Loch fixen. Ja. Die Brücke. Da bin ich zurzeit auch dran, ein Design zu finden. Bin ich auch schon recht weit. Und ja. Da wird es jetzt bestimmt auch bald losgehen. Aber jetzt erstmal der Innenhof von der Burg.
So, liebe Leute, da sind wir dann wieder hier. Und ja, wir haben jetzt hier diesen schicken Innenhof gemacht. Und ja, also hier habe ich mich umentschieden, mache ich wahrscheinlich keinen Baum hin, mache ich dann einen Misthaufen hin. Weil jetzt hier ein Pferdestall ist und hier kommt dann wahrscheinlich ein Schweinestall rein oder so. Und ja, hier kommt dann halt hier bleibt so eine kleine Grasfläche, wo dann halt Bäume, ein bisschen Gras draufstehen. Hier kommt ein Grümpelhaufen. Entweder kommt hier in der Mitte ein Brunnen rein oder der kommt irgendwo an den Rand, vielleicht auch hier hin. Hier mache ich dann hier so eine kleine Erhöhung, dass quasi hier noch zwei Blöcke hinkommen und hier eine Schicht mehr Gras und einen Baum hin. Und so, ich wollte jetzt noch mit euch zusammen hier ein bisschen Wasser bei manchen Treppen meine ich, rein platzieren, damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ups, habe ich vorbeigeschossen. Naja, auch gut. Und ja, ich mache das jetzt nicht überall, ich mache das nur bei manchen. Und ja, dann war das jetzt mal wieder eine kurze Folge. Aber ich hatte jetzt die Woche keine Zeit, einfach irgendwas zu machen. Aber ich denke mal, nächste Folge wird wieder ein bisschen was passieren. Dann werde ich, denke ich mal, ich muss noch hier den Aufweg machen. Und dann die komplette Einrichtung vom Hof hier drinnen machen. Und da, wenn ich das mache, hole ich mir aber noch jemanden dazu. Wahrscheinlich wird es dann wieder der Pizza sein. Der Koala. Und ja. So. Also ja, ich mache jetzt hier mal noch was rein. Weil dadurch, dass die Kerben da drin sind, bleibt das Wasser dort stehen und kann nicht ablaufen. Dann sind hier halt ein paar Pfützen. Und das fand ich eigentlich ganz cool, die Idee. So, und deshalb ist dann auch hier der Cobblestone so mossy. Hier kommt dann noch was rein und hier hinten. Dann reicht das auch, weil es darf ja jetzt auch nicht zu viel sein. Und ja. So. Hier und dort. Ja. So, es sind zurzeit irgendwie immer ganz wenig Leute auf dem Server. Ja. Ja, und womit ich mich zurzeit auch noch beschäftige, ist eine Goldfarm. Und zwar wollte ich mit Moro zusammen eine Goldfarm bauen. Und da muss ich gerade, ja, da farmen wir gerade Obsidian. Und das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja. So, ich fülle jetzt noch mit den Eimer auf, damit ich wieder Wasser habe. Und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Ja, da war gerade ein bisschen Magie. So, ja, würde ich sagen, war es das mit dieser kurzen Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ihr ein bisschen Verständnis habt für mich, das halt, wenn ich gemacht habe jetzt. Und ja, ich finde, es sieht ganz cool aus. Und würde ich sagen,
Mir würde ich mich ganz doll freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.